Wenn mir nur jemand Neues. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die... Professor Black würde das nie erlauben. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Zu Recht natürlich. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Sie müssen den Kessel richtig herum umrühren. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja, aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden... Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu... Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder, da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein... Ich weiß nicht, Gareth. Ich will mich nicht mit Sharp anlegen. Ach was, Fupa-Federn sind nicht so... Ich habe genug damit zu tun, die Zutaten für ihn zu besorgen. Ich fürchte, ich kann dir leider nicht helfen. Ah, ich verstehe. Ich lasse mir was einfallen. Wer gut vorbereitet sein will, hat stets ein Getränk zur Hand. Thank you.
Ihr Trank sollte nicht diese Farbe haben, Miss Mick. Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augenbrauen führen. Jetzt das Malvenkraut und zu lernen. Das wird ein Abend. Ich habe einen Edurus-Trank gebraut, Prof. Wie schön, dass Sie sich die... Ich sah Sie mit Mr. Weasley reden. Er kann recht überzeugend sein. Schön, dass Sie widerstanden haben. Gute Arbeit heute. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschritten. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein... Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann... Sie können die Fupa-Feder behalten. Dieses Mal. Das wäre alles. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss.